Gegenstand unserer heutigen Stunde ist das Üben der binomischen Formeln, der ersten und zweiten. Ich erinnere nochmal, steht hier ein Plus drin, muss hier ein Plus entstehen. Steht ein Minus drin, muss hier ein Minus stehen. Ansonsten, da ja Minus mal Minus Plus ist, steht hinten immer Plus b². Also, nach diesem blauen Schema, das habe ich als Hilfe nochmal drüber geschrieben, jetzt einfach mal bloß die binomischen Formeln üben. Nicht ausmultiplizieren, sondern direkt loslegen, damit wir diese Abkürzungen lernen, ohne dass wir jetzt erst die Klammerform hinschreiben müssen, ausmultiplizieren, zusammenfassen. Das dauert zu lange. Das braucht man dann später. Deswegen üben wir das. Ich halte jetzt das Video an. Wer zu Hause üben will, drückt auch Pause und wir sehen uns dann bei der Auflösung wieder. So, hier die Auflösung. Ich drücke jetzt gleich Pause. Dann zu Hause auch Pause drücken und vergleichen. Und dann kommen wir zur nächsten Übung. Und die nächste Übung, da steht dann x halbe minus 1 Drittel in Klammern zum Quadrat und so weiter. Hier ist es ein k und hier ist es m mal 3 plus 4 in Klammern zum Quadrat. 0,1f minus 0,2 in Klammern zum Quadrat. Ich drücke jetzt Pause, wir sehen uns dann wieder. Zur Auflösung des Rätsels, also das steht hier alles so da. Jetzt gab es aber bei der ersten kleine Frage. Ich mache mal eine Nebenrechnung, damit man klar sieht, weshalb hier x Drittel hinkommt. Nebenrechnung sah so aus. Ich muss ja x halbe, das minus 1 Drittel und das alles mal 2 multiplizieren. Also, wenn ich das 2 mal x halbe mal minus 1 Drittel. Wenn ich das multipliziere, dann kann ich sagen, warte mal, Moment. Die 2, die kürzt sich ja hier schon raus. Dann bleibt x mal minus 1 und durch 3. Also minus x Drittel übrig. Davon kommt das. Also, das wird dann abgekürzt dazu. Boah, der Rest ist dann eigentlich nicht mehr so schlimm. Man vergisst meistens diese 2 noch vor das Ganze zu setzen. Aber das ist eine Übungsfrage. Hier nochmal m mal 3, das kann ich auch als 3m werten. Und dann muss ich 3 mal 3, 9 und m mal m, m Quadrat schreiben. 3 mal 4 ist 12 mal 2, daher kommt die 24. Und auch hier unten, ich hoffe mal, dass wir alles richtig haben. So, das bis dahin. Ich mache mal wieder Pause, schreibe neue Aufgaben auf, ihr kontrolliert es zu Hause in der Zeit. Noch ein Hinweis, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte das Ganze auch rückwärts auflösen, also ich habe, naja, jetzt müsste ich das irgendwie wegnehmen, ich habe nur die rechte Seite dastehen und ich möchte die linke wieder entwickeln, ich möchte also wieder einklammern und ein Quadrat dran schreiben können, dann nimmt man die alten Aufgaben, die man vorher gelöst hat, vorwärts gelöst hat, deckt natürlich die linke Seite zu, aber am besten welche, die man schon weiter vorwärts gelöst hat, damit man es vergessen hat, was man da so gemacht hat und entwickelt sie wieder rückwärts. So, wir machen noch eine Vorwärtsübung und dann werden wir uns mal rückwärts ranwagen. Ich schreibe die jetzt erstmal hin. So, die neuen Aufgaben. 15x minus 15, Klammern zum Quadrat. Okay, das geht ja alles. Achtung, ich habe hier ganz bewusst mal das x weggelassen. Denn man könnte auch sagen, 80 plus 16, Klammern zum Quadrat, ist 86 Quadrat. Oder 29 Quadrat kann ich auch als 30 minus 1, in Klammern zum Quadrat, ausdrücken. Beziehungsweise 20 plus 9, das geht auch. Aber wahrscheinlich geht 30 minus 1 leichter zu rechnen. Deswegen nimmt man ruhig mal diese Variante. Diese grünen Geschichten, die könnten dazu dienen, dass man sagt, naja, das ist eine ganz schicke Sache, wenn ich mal im Kopf irgendwie große Quadrate ausrechnen muss, weil ich nichts anderes da habe, keinen Taschenrechner, nichts. Ja, der Rest ist wieder klar, 5,0x minus 2,2 in Klammern zum Quadrat. Und hier steht, Achtung, deswegen habe ich es mal rot gemacht, hier steht schon x Quadrat. Was wird denn daraus? X Quadrat mal x Quadrat. Also wenn ich x Quadrat quadriere, was wird daraus? X hoch 4, na klar. Ne, x Quadrat heißt ja schon x mal x. Und das nochmal x mal x, habe ich hier ein x Quadrat und hier ein x Quadrat, also wird x hoch 4 draus, weil dann 4x da stehen. Und so weiter und so fort. Gut, ich mache wieder Pause, wir sehen uns dann wieder. So, jetzt haben wir das als Ergebnis und hier gleich mal spaßenshalber in grün, was 86 zum Quadrat ergäbe. Ne? Gleich mal hintergeschrieben. Und Achtung, hier wird ein x hoch 4 draus. Ich glaube, ich hatte vorhin x Quadrat hingeschrieben, so ein Quatsch. X Quadrat mal x Quadrat ist also x hoch 4, na und so weiter. So, das bis dahin. Ich drücke jetzt Pause und jetzt machen wir die ganze Sache mal umgekehrt. So, hier haben wir die neuen Aufgaben. Ich gebe mal die Hilfestellung, wie man es macht. Wie man es am effektivsten macht. Und zwar, man sagt erst, ich
Na, nee. Ich unterstreiche oder ich highlighte mal die entsprechenden Stellen. Jit, jit. Und in hellblau. Jit. Und das. So, gucken wir uns mal ganz schnell zu Anfang was an. Und zwar fangen wir an. Einfach aus den äußeren beiden Komponenten die Wurzeln ziehen und reinschreiben in die Klammer. 36 die Wurzel ist 6. Aus x Quadrat die Wurzel ist x. Rechts aus 49 die Wurzel ist 7. Zum Quadrat muss an die Klammer. Und hier das Plus schreiben wir ab. Jetzt kontrollieren wir, ob 6 mal 7 mal 2 mal x auch wirklich 84x ist und dann sind wir fertig. Also die äußeren Wurzeln ziehen, reinschreiben. Pardon, das Vorzeichen übernehmen und dann kontrollieren, ob 6 mal x mal 7 mal 2 auch wirklich wieder 84 ergibt und dann haben wir es. Dann los. So, und jetzt haben wir hier die Ergebnisse. Also nochmal zusammengefasst. Aus den äußeren beiden Komponenten die Wurzel ziehen, reinschreiben und kontrollieren, ob die Mitte stimmt. Also hier, daraus die Wurzel ist 1,1x. Hier ist die Wurzel 2. Das Plus können wir hier von der zweiten Stelle abschreiben, ne? Und dann gucken, 1,1 mal 2 ist 2,2 mal 2. Hier mal 2, das dürfen wir nicht vergessen, ist 4,4x, passt. Und so weiter. Gut, ich mache mal wieder Pause für neue Aufgaben. So, nächstes Übungsblatt. Ich habe das wieder so hingeschrieben. Ich hoffe, das ist lesbar. Hier x Quadrat 81. soll das heißen. Und hier unten steht ein bisschen gequetscht, x Quadrat 121. Minus 3, 22, x plus 9, 16. Na dann mal los. Pause drücken und üben. Hier haben wir die Auflösung. Bisschen blöd ist, wenn ich als Quadrat schon x habe, dann muss ja das Gegenteil davon gewesen sein, es stand hier Wurzel aus x in der Klammer. Das war die Besonderheit. Nochmal kontrollieren. 3 ist ja nicht schwer. Machen wir das mal. Wurzel aus x mal minus 3 ist minus 3, Wurzel aus x mal 2 ist minus 6, Wurzel aus x. Also es passt. So und so geht das dann hier weiter. Das können wir jetzt bis zum Abwinken machen. Wie gesagt, man kann das vorwärts und rückwärts üben. Wenn man das jetzt gemacht hat und sagt, och, ich übe jetzt nochmal das rückwärts aus, praktisch das Einklammern, sagen wir es mal so, das Faktorisieren. Faktorisieren, warum? Weil das eigentlich a plus b in Klammern mal a plus b in Klammern ist. Ne? Das ist a Quadrat plus b Quadrat. Das ist a plus b in Klammern zum Quadrat. Also habe ich hier zwei Faktoren, zwei Klammerausdrücke gemacht, die zwar gleich sind, aber okay. Dann nimmt man die alten Aufgaben, deckt das hier vorne ab und macht das nochmal. So kann man sich praktisch selber die Aufgaben stellen und üben, bis der Arzt kommt. Also das macht dann durchaus Sinn. Da müssen wir jetzt nicht das Fahrrad zum 10. Mal erfinden. So, machen wir jetzt mal ein Rätsel. Rätsel, dafür mache ich Pause. Ach so, ich drücke jetzt Pause zum Kontrollieren nochmal und schreibe in der Zeit das Rätsel auf und dann sehen wir uns hier wieder. So, das Rätsel besteht hier darin, alles komplett wieder zu ergänzen. Das heißt, hier wieder zu faktorisieren. Einerseits, andererseits die Lücken sozusagen zu füllen. Das ist der Hintergrund dieser Aufgabe. Na dann mal los. Wir wollten ja fünf Aufgaben machen, deswegen habe ich noch hier die untere dazu gesetzt. Also, weiter geht's mit Üben. Nochmal kurz gemeldet, ne, hier. X Quadrat plus 2x plus 1 muss es werden, damit ich das so hinschreiben kann. Jetzt kam schon die Frage aus der Schülerschaft. Darf ich mir denn hier steht ja kein Vorzeichen, darf ich mir denn das aussuchen? Genau. Wir nehmen mal aus Spaß, ich mache es mal in lila. Ein Minus. Wenn ihr ein Plus genommen habt, kein Problem. Dann steht hier ein Minus. Und die beiden Vorzeichen sind immer gleich. Und dann geht's weiter. So, und hier ist die Auflösung. So schwer war es gar nicht, sagten die Schüler. Hier steht es eben verkehrt rum. In Anführungsstrichen verkehrt rum drin. Da steht eben das X mal nicht vorne. Ist aber kein Problem. Kein Beinbruch. Gut, das kann man auch noch bis zum geht nicht mehr machen. Solche Lückentexte sozusagen. Wir werden später nochmal drauf kommen. Man braucht solche Tricks. Aber jetzt schließe ich das Video an der Stelle erstmal ab. Das war jetzt nur pure Übung hin und her. Erste und zweite binomische Formel. Gut.